Im Streit um die Anhebung der US-Schuldengrenze zeichnet sich nach wie vor keine Lösung ab. Die Ratingagentur Moody's stuft Griechenland heute erneut herab und dennoch scheint sich am deutschen Aktienmarkt praktisch niemand dafür zu interessieren. Der DAX notiert aktuell mit fast 0,5% im Plus. Darüber sprechen wir heute mit Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Es scheint der Rettungsbeschluss für Griechenland von vergangener Woche etwas die Ruhe zurück in die Finanzmärkte zu bringen. Können wir bereits von einer kleinen Rallye beim DAX sprechen, die sich vielleicht abzeichnet, oder ist dennoch mit weiteren Störfeuern zu rechnen? Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, wir haben erstmal eine Konsolidierung, wir haben ein Durchschnaufen, wir sind einfach mal ein bisschen beruhigt, dass die EU zumindest mal den Ansatz einer Zwischenlösung gefunden hat, und wir sind natürlich auch gerne bereit, zwischendurch mal solche Themen, wie die Politik uns die letzten Wochen mit einem Gezerre hin und her aufgetischt hat, in den Hintergrund zu drängen und kümmern uns um Unternehmenswerte. Wir haben in den letzten Tagen von den amerikanischen Unternehmen mehrheitlich sehr gute Ergebnisse bekommen. Diese Woche stehen sehr viele DAX-Unternehmen an, auf die wollen wir uns konzentrieren, und ich denke, die stabilisieren den Markt als erstes. Sie haben die DAX-Werte bereits angesprochen. Beim Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass vor allem die ETF-Anleger in Stuttgart wieder verstärkt auf den DAX setzen. Ja, hier sieht man sehr gut, dass der gesamte Markt gekauft wird, dass die Anleger zurückgekehrt sind, dass sie einfach Vertrauen geschöpft haben. Das heißt, man sieht einfach, man spezialisiert sich nicht auf Branchen oder Einzelsegmente, sondern man nimmt das ganze Markt, den ganzen Markt in einer Tranche. Im Beschluss von vergangener Woche wurde die Beteiligung privater Gläubiger vereinbart, wovon vor allem natürlich der Finanzsektor betroffen sein wird. Und trotzdem sind im ETF-Handel vor allem Bankenwerte besonders gefragt. Wie ist das zu erklären? Also grundsätzlich muss man vielleicht unterscheiden, wenn wir von privaten Gläubigern reden, reden wir hauptsächlich von Banken, von Versicherungen. Auf der anderen Seite muss man auch der Politik ein bisschen widersprechen. Wir haben nicht mehr so arg viel private Banken. Wir haben nur noch eine wie die Deutsche Bank. Wir haben noch ein paar Versicherungen. Das heißt, der Großteil der Banken sind heute in staatlicher Hand, und das ist sicher auch das Problem für die Politik. Und die paar privaten Banken sind gerne bereit, ihren Anteil mit an Griechenland zu bezahlen, um einfach dieses Problem der Unsicherheit vom Tisch zu bekommen. Man sieht es sehr schön. Es wurde sehr häufig der Short auf die Banken wurde verkauft, und gleichzeitig wurde die Gegenposition eingenommen. Verstärkt unter Abgabedruck kommt der vermeintlich sichere Hafen Bund Future. ETF-Anleger setzen sogar explizit auf fallende Kurse. Ist das vielleicht etwas verfrüht? Sicherlich nicht. Wir hatten vor einigen Monaten die letzten ein, zwei Zinserhöhungen. Das heißt, der Trend wird sich sicher weiter verstärken. Auf der anderen Seite sieht man einfach das Signal, wenn Unsicherheit aufkommt, gehen die Anleger sofort in den Bund Future zurück. Diese Unsicherheit ist momentan weg. Das heißt, wir können von einem fallenden Bund Future ausgehen, den ich dadurch auch konsequent ausnutzen kann. Und gleichzeitig habe ich dann die Möglichkeit, auch Gewinne mit einem Short-Zertifikat einzufahren. Das war der Überblick über den ETF-Handel mit Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.